Dilemmata. Vielen Dank an Hazel. Also, dieses Spiel trägt den Namen Dilemmata. Und Folgendes passiert. ProSieben hat sich 6 Aufgaben ausgedacht, die hier im Studio bereits aufgebaut sind. Für jede Aufgabe gibt es immer 2 mögliche Varianten, dieses Spiel für sich zu entscheiden oder diese Runde. Und das ist das Dilemma. Ihr dürft die Aufgabe oder die Variante, die ihr wählt, beide machen. Aber ihr müsst nur einmal sozusagen erfolgreich sein. Ne? Ihr müsst insgesamt 4 von 6 Punkten ergattern, also 4 Runden sozusagen für euch entscheiden. Ich erkläre euch das nochmal genauer. Direkt bei Runde 1 kommt mal hier mit rüber, nimmt Platz. Und nehmt einen Podcast auf. Das machen wir jetzt auch schon. Das macht ihr jetzt auch schon. Ich erkläre es euch. Und das kann ich, das ist Super Mario Land. Sehe ich. Wenn Klaas sagt, er kann das, schafft es zum ersten Mal nicht, kann er den zweiten Versuch auch machen. Ich muss den zweiten machen. Genau. Das ist ein handelsüblicher uralt Gameboy aus dem Jahre 1989. Klaas hat schon richtig erkannt. Das Spiel, das sich darin befindet, ist Super Mario Land. Und eure Aufgabe wäre es, Level 1 einmal komplett durchzuspielen, ohne auch nur ein einziges Leben zu verlieren. Und das in 60 Sekunden. Schaffe ich. Das wäre Variante 1. Hör mal ganz kurz zu. Variante 2 wäre, ihr müsst mir innerhalb von 60 Sekunden einen echten Pilz hier ins Studio bringen. Der muss nicht essbar sein, darf aber kein Fußpilz oder Schimmelpilz sein. Okay. Gut. Schaff's? Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange so ein Level ist, ob man das in 60 Sekunden schafft. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass ich einigermaßen unfallfrei da durchkomme. Okay. Also ich würde es jetzt probieren. Okay. Mit dem Pilz oder mit Super Mario Land? Mann, mit Super Mario Land. Variante 1, Super Mario Land. Zeit startet, wenn du startest. Oh, dieses Spiel ist so großartig. Ah, guck mal. Zwischendurch nochmal eine Münze. Eieiei. Nee, es geht um Zeit. Ja, 60 ich weiß. Ich der hängt da unten fest. Vorsicht, da kommen die Mushrooms. Ja, die sind doch egal. So. Nicht da reingehen, da kann man reingehen. Den will ich haben. Ah ja, super, weil dann wirst du nämlich erst kleiner, wenn du es berührst. Ich fand immer die Schildkröten am besten. Super smart. Wie du wegditschen konntest. Ja, hier. Ja, hol doch jetzt. Hälfte der Zeit ist bei uns abgelaufen. Uff. Alter. Boah, sag mal. Aber. Eieiei. Noch 15? Na! Da unten ist doch auch gut. Ich muss doch nicht nach oben. Stimmt. Stimmt. Ja, man muss nicht nach oben. Stimmt. Guck mal, das habe ich immer falsch gemacht. Super. Ja. Ich bin nämlich immer nach oben gegangen. Nach oben, dann kriegst du noch mehr Leben und so. Genau. Du kannst, wenn du nach oben gehst, wenn du oben reingehst, was ja natürlich easy wäre mit mehr Zeit, dann kann man so auswählen, ob man mehr Leben oder vielleicht so eine Blume kriegt. Aber ist ja jetzt sehr, sehr gut. Ist nicht mein Problem. Ein Punkt. Ein Punkt. 4 braucht ihr. Komm mit. Runde Nummer 2. Für die nächste Runde bauen wir etwas auf und wir begrüßen einen ganz besonderen Gast. Hier ist Tischtennisprofi Dang Shu. Nein. Was? Herzlich willkommen. Hi. Dang. Hallo. Was ist denn hier? Hallo. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, dieser Mann ist Europameister geworden in diesem Sommer in München im Einzel. Herzlichen Glückwunsch. Das ist echt toll. Ich würde am liebsten jetzt mit ihm spielen, um einmal zu sagen, ich habe mit einem Europameister im Tischtennis gespielt. Jetzt mal ganz ernst, Dank, das ist ja Wahnsinn, was du da geleistet hast. Was für ein Wettbewerb. Bist du nervöser, jetzt gegen die beiden anzutreten oder in der Europameisterschaft? Willst du eine ehrliche Antwort? Ja, ich will immer eine ehrliche Antwort. Ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen aufgeregter, ja. Okay. Wirklich? Ja. Ich erzähle euch jetzt, was in dieser Runde passiert. Variante 1, ihr müsst gegen Dang nur einen einzigen von 5 Aufschlägen retournieren. Also das heißt nicht irgendwo unter die Studiodecke ballern, sondern er muss zurück auf die Seite von Dang. Variante 1 oder Variante 2, ihr müsst in einem verkürzten Satz bis 7 einen einzigen Punkt gegen Dang machen. Ich kann das gar nicht.
Ich kann wirklich gut, ich ärgere mich schwarz. Wir hatten im Urlaub eine Tischtennisplatte und haben gesagt, wollen wir Tischtennis spielen? Und ich habe gesagt, so, nein. Und ich habe mich schon gewundert, warum eine Tischtennisplatte ist. Ich glaube, der liebe Gott wollte mir ein Zeichen setzen. Ich hätte es jetzt gebraucht. Der liebe Gott, der schickt dir eine Tischtennisplatte. Meinst du, er hat keine anderen Sorgen? Oder? Also sag mir, welche Variante ihr gerne einen spielen möchtet. Oder? Einen von fünf retournieren? Also einen Punkt. Oder einen Punkt. Einen Ballwechsel, einen Punkt. Du musst also anfangen, ich habe ehrlich gesagt Bock auf beide Varianten. Ja, aber ich würde das auch mal mit einem hier... Kann ich mit zwei Schlägern spielen? Aufschläge oder Sätze spielen? Ja, sag du, weil du fängst an. Nee, ich habe keine Ahnung. Ja, dann Aufschlag. Aufschläge? Ja, ich, Aufschläge? Dann fange ich an. Nein, ich fange gerne an. Aber nee, ich fange jetzt an mit Aufschläge. Du willst dich nicht entscheiden, mache ich das halt. Also einen gar von fünf retournieren. Willst du gleich so viele Bälle nehmen? Ja, du, bleib hier sonst. Ich frage zehnmal, du willst dich nicht entscheiden, also entscheide ich irgendwas. Ja, und jetzt ist das so. Gut, ja. Also Variante 1 ist es, es gilt. Aber warte, ganz kurz, ich verstehe nicht so richtig, wie ich es machen soll. Also ich muss, du schießt mir den jetzt rüber und ich muss den irgendwie annehmen und auf deine Platte. Ja, also du musst ihn erstmal kriegen und dann auf diese Platte schießen. Genau, also ein Aufschlag ist, ich mache zuerst auf meine Seite, dann auf deine Seite und du musst ihn direkt auf meine Seite spielen. Alles klar, aber nicht gleich ausflippen, ne? Also, hold your horses. Gut. Ja. Ah! Oh. Schlecht. Es war okay. Was ist los mit mir? Wow. Oh. Geschafft. What? Oh, what? Dank. So. Ja, tut mir leid. Gegen einen Europameister. So. Hey, Glückwunsch. Ja, danke schön. Aber warte mal, ganz kurz. Ich möchte trotzdem, können wir noch einmal, möchtest Joko... Soll ich kurz moderieren? Und so, Nein, Joko, du spielst einmal einen Satz gegen Dank. Versuchst einen Punkt. Hä? Aber Moment. Wir Punkt. Haben hier gerade einen Superhero-Moment für Klaas. Und jetzt kommt die Demütigung für mich, oder was ist die Idee dahinter? Um mir größer erscheinen zu lassen. Oder einen retournieren, kannst du auch sehen. Okay, fair enough. Also, wir haben es gesehen. Dank ist zurück, Europameister. Stark. Boah, mega. Alleine, wie du den anschneidest. So gut. Glückwunsch auch nochmal. Vielen Dank. Danke, ja. Wahnsinn. Riesenapplaus bitte nochmal für Dank, Schuh. Alles Gute dir an deiner Karriere. Also, wir können das ja ganz klar nochmal sagen. Du hast Talent, Klaas. Du hast sehr großes Talent. Ich fand aber die beste Reaktion von Dank, wo er selber sagt so, boah, weil man da nicht damit gerechnet hat, dass das möglich ist. Ja, aber halt Glück gehabt. Ja. Also wir können dazu nochmal sagen, wir haben es ja schon vorher mit Dank geprobt. Da hat es keiner geschafft. Also das macht das, was du gerade geleistet hast, das kann nur noch viel größer. Einen zweiten Punkt gibt es dafür. Und wir kommen jetzt zur nächsten Runde und das ist Runde Nummer 3. Ich habe hier in meiner Hand zwei Fragenstapel einer sehr, sehr bekannten Quizshow mit einem sehr bekannten Moderator, der sich auf... ich traue mich das gar nicht. Auf Schmünterschmauch. Schmünterschmeid. Schmünterschmauch. Ach, Schmünterschmauch. Ach, ich hab von. Oh mein Gott, das ist der unangenehmste Moment. Lass mich aus diesem ganzen. Wer hat von euch Bock? Oh Gott, ich versinke im Erdboden. Da soll ja mal sagen, der Erfolg hätte mich verändert. Ich bin ganz normal geblieben. Aber Joko, für mich ist das auch wie ein böser Traum. Ich stehe in der Mitte, ich bin im Fernsehen und alles ist peinlich, ey, wirklich. Ich bin mitten im Fernsehen gerade und ihr macht sowas, ey. Hey, sorry. Danke. Schmünterschmauch, ich gönn's dir. Ja, oh. Ich hab die Blamage von dir, hab ich gerade noch wirklich. Oh Gott, ich möchte, dass einfach der bitte. Boden aufgeht und ich verbrenne. Oh. Gut. Oh. Ah, was ist das? Warum bin ich in diese Falle gebracht? So blöd. So blöd von mir. Sollen wir Optima fragen, ob der kurz einspringt? Oder? Nein. Also, Variante 1. Entweder
Ihr beantwortet 500-Euro-Fragen richtig. Ja. Oder Variante 2, ihr beantwortet eine 1-Million-Euro-Frage richtig. 500-Euro-Fragen. Was für eine Frage. Okay. Das sind natürlich jetzt nicht so die super einfachsten, ist ja klar. Da manchmal sind da ja so tricky Dinger drunter. Genau. Also so, aber die 1-Million-Frage weiß ich, dass man die sehr selten hängt. Also es sind auf jeden Fall alles gestellte und bereits gespielte und in der Sendung ausgestrahlte Fragen. Wer startet von euch beiden? Gleich, kann gerne anfangen. Ja. Das sind unterschiedliche Fragen natürlich. Ja, genau, unterschiedliche Fragen. Ja. Gut, du darfst nicht helfen, Klaas. Komm hier mal an meine Seite. Also hier kommt die erste 500-Euro-Frage für Joko. Wer hat es in der Regel nicht auf das abgesehen, was sein Name nahelegt, sondern zum Beispiel auf Geldbeutel und Mobiltelefone? A. Autodieb. B. Taschendieb. C. Wilddieb. Oder D. Juwelendieb. Wer? Also ich muss nur mal ganz kurz für mich, das ist bei diesen Fragen ja immer so Don't tricky. Don't you dare. Joko, da bin ich wirklich sauer, nachhaltig. Ja. Also Ausschlussverfahren. Moment, ihr lacht, das ist in der, wenn man zu Hause vom Fernseher sitzt, immer super easy. Wenn man dann selber in der Situation ist, ist es super schwer. Ich sitze gar nicht zu Hause vom Fernseher. Sitz hier vom Fernseher. Gut, aber lass ihn mal. Soll ich sie dir nochmal vorlesen? Es kann eigentlich nur B, der Taschendieb sein. Sollen wir es einloggen? B, Taschendieb. B, Taschendieb loggen wir ein und das ist richtig. Hier kommt Frage Nummer 2. B. Im Angebot jedes Möbelhauses findet man Kleiderschränke mit A. Flatterfächern, B. Segelböden, C. Schwebetüren oder D. Baumelfüßen. A. Flatterfächern. Lockst du ein? Schwebetüren, alle so, was, was? Nur weil ihr es nicht wisst, verunsichert mich bitte nicht, ja? Also, Baumelfüßen. Absolute Stille, hier wird nicht geklatscht, nicht gelacht, doch. Baumelfüßen, ja. Keine Ahnung, Segelböden. Segelböden, Schwebetüren, Flatterfächer. Also, sag. Flatterfächer wären für mich die Fächer, ich möchte es nur kurz erklären, die man da so reinhängt, weißt du, die so flattern, diese Fächer. Ja, aber klingt logisch. Klingt logisch. Schwebetür. Also, Flatterfächer loggen wir ein. Ja. Und das ist falsch. Das sind die Schwebetüren. Aber bist du blöd oder was? Was sind denn Schwebetüren? Haben wir nie gehört. Macht nichts. Ist ja nicht schlimm. Freischwingende Türen. Ja. Freischwingende Türen. Klaas ist ja dran. Privat schlecht drauf. Ja, aber. Ja, sorry. Du hast eine Quizshow. Ja, na und? Aber ich hab nicht solche. Ich. Moment. Aber ich habe nicht solche Popelfragen. Ja, das mag sein. Setz dich hin. Ist ja nicht so schlimm. Gut. Klaas, du musst alle 500-Euro-Fragen richtig beantworten. Hier kommt deine erste Frage. Kann ja sein, dass es schief geht, aber... Ja, es wäre so unangenehm. Mein Freund. Jetzt habe ich mir ein ganz schön hohes Dings da gebaut. Ne? Ja. Hör zu. Ja, ja. Der Mai ist gekommen, die Bäume... Oh, willst du mich verarschen? A, fallen um. Ich weiß. B. Oh. Paaren sich. Ich weiß. C. Schlagen aus. D. Haben frei. C. Schlagen aus. Loggen wir ein. Warum kriegt ihr ein Sprichwort? Hier kommt Frage Nummer 2. Nur noch 4, Klaas.
Wer schaut sich uneingeladen und aus einiger Entfernung ein Ereignis an? A. Der Zaungast. B. Der Stammgast. C. Der Ehrengast. D. Der Überraschungsgast. Da muss ich mal nachgrübeln. In meinem Kopf. Einerseits, andererseits A. A, loggen wir ein. Es ist der Zaungast. Richtig. Frage Nummer 3. Zumindest was das Vereinsemblem betrifft, haben Hertha BSC und Arminia Bielefeld. Das ist asozial. A. Einen Kater. B. Den Kanal voll. C. Einen in der Krone. Oder D. Eine Fahne. A. Eine Fahne. A. Eine Fahne? Nein, D. Eine Fahne. Also okay. Mir ist eingefallen, A. Eine Fahne. Okay. Ja, ist so eine blau-weiße Fahne, so einmal geschwungen, ich weiß schon. Okay, also D loggen wir ein, eine Fahne, das ist korrekt. Noch zwei. Frage Nummer 4. Ich finde das ganz schön aufregend, also ich tue jetzt cool, aber ist nicht so. Im Titel eines Stimmungsliedes wird behauptet, ach, leck mich doch am Arsch. Da steht ein Pferd. A. Vor der Tür. Ey, wirklich? B. Unterm Tisch. Flatterfächer. C. Auf dem Flur. D. An der Bushaltestelle. Also, das ist von Klaus und Klaus. Und ist C. Auf dem Flur. Und das loggen wir ein. Und das ist richtig. Eine Frage noch. Dann hättet ihr einen weiteren Punkt und braucht nur noch einen. Also ich will den Punkt, aber ich bin stinksauer. Frage Nummer 5. Hör genau zu, Joko. Ja. Ihren Porridge essen Engländer am liebsten A. mit Minzsoße, B. zum Frühstück, C. vom Grill oder D. mit den Fingern. Das ist ein Gag, oder? Also zum Frühstück essen die das, ne? B. Bist du dir ganz sicher? Ja. Also B loggen wir ein. Ja. B loggen wir ein und Schmünter Schmauch sagt, das ist richtig. Ein Punkt für diese Runde. Sehr gut. Wir spielen ein Spiel, das nennt sich Dilemmata. ProSieben hat sich 6 Runden ausgedacht und es gibt immer 2 Varianten, eine Runde zu lösen. Das ist das Dilemma und wir kommen zur Runde Nummer 4. Insgesamt müsst ihr 4 Punkte erkämpfen und dann habt ihr einen weiteren Vorteil gewonnen. Das ist ein von mir handgeschmiedeter Kreisel. Ein Totem. Ein Totem. Ja. Ein Kreisel. Und eure Aufgabe ist es jetzt, entweder in Variante 1 es zu schaffen, dass er sich dreht und zwischen Sekunde 50 und 60 umkippt. Das heißt, auf eine der Seiten, er muss nicht stehen bleiben, aber einmal umkippen. Das wäre Variante 1. Variante 2, ihr müsst euch innerhalb von 60 Sekunden mindestens 50 Mal um die eigene Achse drehen. Und zwar im Stehen, so wie ich das gerade mache, relativ schnell. Kann ich nicht. Hey, ist die Frage, ist die Show danach vorbei? Ganz ehrlich, wenn wir uns, ich sage dir, ja, wenn wir das machen, dann können wir ungefähr 2 Tage, sind wir nicht mehr einsatzfähig. Wir haben mal aushalten. Aushalten, dann drehen. Haben wir mal gemacht. Ja, ja. Das war der schlimmste das Dreh. Ist, oh, das ist, nee, ich finde das auch, ich kann das gar nicht. Das ist die eine Sache, die wir überhaupt nicht können. Ich konnte danach mit dem Auto nicht nach Hause fahren. Es musste mich jemand nach Hause fahren. Also wenn ich das hier mache, ernst gemeint, dann ist die Sendung vorbei. Also entscheidet ihr euch für Variante 1. Ich mache jetzt einfach mal zwischen 50 und 60. Ja? Ja. Da dreht er sich. Die Zeit läuft. Wenn er jetzt gar nicht mehr aufhört, sind wir bei Inception in einem Traum. Ja. Geil. Das wird ein Zeitding 10. Aber ist alles gut. Zwischen was? 50 und 60? 60 muss er umgehen. Sekunde 50 und 60. Hat was Beruhigendes. Er hat noch gut Speed.
Klaas hätte ja auch noch einen Versuch, sollte es jetzt nicht klappen. Ja, es wäre aber schön, wenn der Showgott heute ein bisschen auf meiner Seite wäre noch. Ja, aber der sieht gar nicht so schlecht aus, guck mal. Oh, oh, oh. Dann geht's immer schnell, ne? Ist wie bei Beyblades. Komm, komm, komm. Oh. Gleich fällt er auseinander. Diese Arenen finde ich cool. So. In 3 Sekunden wird's wichtig. 1 Sekunde. So, jetzt. Ja, komm, fall um. Komm, du Drecksding. Ah, komm, du. Leider nein. Gut, warte. Klaas hat noch einen Versuch. Es war offensichtlich zu fest, aber man ist sehr, sehr. Wenn du startest, startet die Zeit. Stark. Also wirklich mit ein bisschen. Oh, warte mal, das ist doch nicht. Das war doch noch nicht. Das war ein Versuch. Ist aus der Hand gefallen, Steven Gätchen, bitte. Erst habt ihr. Erst. Nee, denkt, dazu, erst dazu. Denkt ihr euch. Nein, ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das. Ah, da, du darfst gut, es nochmal machen. Ah, sehr gut. Aber hast du gemerkt, ne, du warst in so einem Modus, du hättest einfach weitergeredet. Ich war, aber hast mir gar nicht zugehört. Ich war gerade wie so ein Kind, dem man das iPad zurückgibt. Du darfst noch 10 Folgen. Genau. So. Ben Barfuß! Ich kann das nicht. Mir ist das jetzt wieder aus der Hand gekommen. Tut mir leid. Das war's. Wir haben noch 2 Runden. Ach, wir haben noch 2 Runden, 2 Möglichkeiten. Ich möchte was gestehen. Ja. Ich habe auch beim ersten Mal gelogen, dass mir das aus der Hand gefallen ist. Nicht schlimm, ist nicht schlimm. Stimmt gar nicht. Gut, also wir haben einen Baumstamm jetzt hier im Studio liegen in der Mitte. Folgendes, ihr seht, warte mal ganz kurz, Klaas. Ja, Steven. Also das BMX-Rad spielt eine wichtige Rolle. Noch hat er nichts nicht verboten. Nicht unbedingt so. Also noch Variante 1 ist. Die Regel kann ich ja nicht kennen. ProSieben möchte gerne, dass ihr diesen Baumstamm quer überquert. Entweder von dieser Seite auf die oder von der anderen Seite hier rüber. Und zwar ohne den Boden zu berühren oder das BMX-Rad zu verlassen. Wie ihr das macht, langsam oder schnell, ist euch überlassen. Variante 2 wäre es, von dieser Seite auf die Rampe zu fahren und den Baumstamm längs zu überqueren, ohne runterzufallen oder den Baumstamm zu berühren oder die Rampen. Erst hier werdet ihr sicher. Variante 1 oder 2? Also es geht nur die zweite. Wirklich? Ja, würde ich jetzt sagen, ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn man da von der Seite so mit, bei beiden nur einen Versuch. Ja, also jeder einen Versuch. Ja, ja, logisch, aber nur einen Versuch für jeden von uns. Genau. Nicht irgendwie einer aus also drei. Ich wüsste nicht, wie man das so hochkriegen soll, ohne dann umzufallen und so. Da musst du so auf der Stelle hüpfen, mit dem Ding musst du hier mit der Bremse so arbeiten. Aber wenn das passieren würde, wie geil. Ja, klar, das wäre auch geil, wenn wir jetzt beide in die Halfpipe fahren und dann 360 machen, aber können wir halt nicht, ne? Okay, dann lass versuchen, da drüber zu fahren. Aber von der Seite, also Variante 2. Ivo und Tom, großen Applaus. Den Helm. Gut. Ich halte das BMX-Rad. Nee, du willst drauf sitzen bleiben. Geh erstmal davon aus, Klaas, du startest dann den ersten Versuch. Oh Gott, jetzt werden wir hier wieder eingepackt, als wären wir komplett. Ja, aber wenn du umfällst, freust du dich. Ja, aber das will ich ja nicht. Ja, genau. Aber ich falle ja um, weil ich das anhab. Weil ich komplett nicht in meinem Gleichgewicht bin. Ja? Weißt du, ich glaube so, weil man irgendwie so komisch so. Aber der ist cool. Kann ich dir fürs Fahrrad haben? So, Klaas, von der Seite, da hast du am meisten Anlauf. Von der Seite? Oder Anfahrt, genau. Hat er auch deine Größe? Warte. Oh, oh. Scheiße. Gut, der Versuch ist misslungen. Jetzt hängt alles. Ich hätte dir ein bisschen mehr Zeit gegeben, aber jetzt hängt alles an Joko. Kai Pflaume kann auch mal so sagen für junge Leute. Danke. Hattest du das Gefühl, dass Speed gut war? Oder wäre es besser gewesen, langsam und dann in einer Geschwindigkeit? Ja, weiß ich nicht. Am besten, also sehr gut wäre so in der Mitte bleiben. Oh Gott. Das, ja, wie das besser klappt halt, ne? Wie fährt man denn mit am logischsten denn? Und wo bremst die? Vorne, hinten bremst die? Ja, bremsen brauchst du nicht. Du musst also einmal rüber mit, ja, ich würde sagen mit Schmackes. Nein! Oh. Alles okay? Stopp! Oh, fuck, mein Mann! Bist du auf den Lenker geknallt? Ah, oh, der hat sich in meinem Magen gebohrt. Ja, mir ist klar. Wir machen es mal auf.
Da, genau da, wo die Schutzkleidung nicht ist. Ah, der ist hier rein. Der Lenker? Ja. Ja. Oh, fuck my life, ey. Es kann doch nicht sein. Ja, hier wusste es jemand, hä? Wie geht denn das auf jetzt hier? Ich stehe immer noch in diesem entwürdigen. Alle kümmern sich um Joko und ich krieg den Helm nicht ab. Oh, das ist höllisch weh. Soll ich dir helfen? Ich helfe. Oh, nee, nicht unten. Na, da. Aha. Ach. Was für eine Situation. Also, Joko wird kurz backstage behandelt und wir hoffen natürlich, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und dich weiterhin unterstützen kann und sich da nichts getan hat, was ihn daran hindert, in Zukunft weiter diese schöne Show zu machen. Vielleicht ein Motivationsapplaus. Da kommt er! Da kommt er! Mach's ja nur unangenehmer. Joko, Junge, da bist du ja wieder. Hör auf, hört sofort auf. Hört sofort, nein. Hört sofort auf. Ich hasse dich. Hört auf, bitte. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Aber es ist, ja. Ich meine, ganz ehrlich, ihr habt noch drüber gescherzt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Schön, dass Sie auf meiner Seite sind. Ja. Nee, wir wollen jetzt schon mal hören, was los. Aber genau. Nix. Was soll sein? Ich bin da mit dem BMX darüber gefahren und danach erinnere ich mich an nichts. War auch unfassbar schnell. Ja. Okay, ich habe mir den Lenker unterhalb des Bauchnabels in den Bauch gerammt. Wie weit unterhalb des Bauchnabels? Gut, also nichtsdestotrotz, du bist wieder da, freuen wir uns sehr drüber. Ja, ich freue mich aber auch. Aber ihr habt diese Runde nicht geschafft. Eine letzte Runde, habt ihr aber noch den entscheidenden vierten Punkt einzusacken. Ja. Runde Nummer 6, Bierdeckel. Variante 1, ihr schafft mit einem Versuch alle 7 Bierdeckel zu schnipsen und zu fangen. Oder ihr schafft einen perfekten Lauf, indem ihr 7 einzelne Bierdeckel nacheinander flippt und fangt. Variante 1 oder 2? Für den wichtigen Punkt. Dürfen wir 7 einmal übereinander legen? Ja, ne? Klar. Aber ihr dürft es nicht versuchen. Ja, das schafft man doch. Das schafft man, das glaube ich auch. Ja? Willst du anfangen? Komm, stell die Ehre wieder. Also ein Flip in der Luft fangen, ganz wichtig. Ja, logisch. Dieser Punkt gehört Joko und Klaas und damit auch dieser Vorteil. Das ist jetzt blöd.